von mir. Heute wollte ich euch mal meinen Wickelbereich bzw. eigentlich ja das Badezimmer zeigen. Ihr seht jetzt ja schon hier meine Wickelunterlage von, wie war das nochmal? Genau, von Julius Zellner. Eben so sieht die aus mit den zwei Eulen auf dem Ast. Ich versuche jetzt ein bisschen zu heben und das zu zeigen. Genau, die ist ungefähr so dick, also 2-3 cm. Und dann eben als Molde. Das geht eben genau hier hin auf meinen, keine Ahnung, Ablage. Genau, weil hier ist direkt das Waschbecken. Das seht ihr ja immer, wenn ich die Pia bade oder die anderen, finde ich eigentlich ganz geschickt. Genau, ich habe hinten immer das hier drauf, in die Köpfchen, das ist ein bisschen höher liegt. Dahinter seht ihr meine Ablage. Genau, hier habe ich jetzt einen Kamm drin. Da unten ist, wie nennt sich das, der Absauger, glaube ich. Hier sind Schnullers im Moment drin. Der jetzt gerade oben. Da habe ich die Zahnbürsten drin. Und hier die Puderbürste, die wir genommen oder zum Entstauben, hat so eine Make-up-Bürste. Und hier habe ich jetzt mittlerweile ein Mobile, ein selbstgemachtes. Genau. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie euch das gefällt. Genau, ich habe da so Eulen gemacht. Das ist eigentlich so dieser rosa Ton. Und dann eben mit Weiß und Schwarz und noch ein paar Wölfen und Grau. Hier hinten hängen so zwei Haken und im Moment hängen da meine alten Schnullerketten dran. Ja, finde ich ganz süß so. Genau, da könnte ich eigentlich gerade noch die Schnullis, die hier rumliegen, da reinpacken. Und dahin hängen. Sieht witzig aus. Ja. Jedenfalls so sieht das hier aus. Wenn ich mich hier umdrehe, die hat so die Türe. In der Türe hängt unser Wäschebeutel. Genau. Und da eben auch noch unser großes Badehandtuch. Dann drehe ich mich ja hier um. Und hier ist der oberste Schrank. Da ist Ineas Elefant, eine Eule, ich auf Eulen stehe. Und hier sind so die ganzen Sachen drin. Also ihr könnt sehen, dort hinten sind so Schleifen und Haarbänder drin. Hier unten sind Spängerchen und kleine Haargummis drin. Hier ist so eine selbstgemachte Mosaik-Holzdose. Da ist im Moment so ein Nook dieser Thermometer drin. Habe ich aber nie genutzt. Ich sehe nur abwaschen in der Regel mit Warmwasser. Dieses Parfüm im Konzentrat. Dann habe ich Johnson's Baby Bath oder Banjo. Diese Wasch- und Duschcreme, ich habe ein bisschen aussortiert, weil manche Sachen eben nicht so gut sind. Dieses hier habe ich. Pflegemilch, das nehme ich auch nicht viel klein. Das nehme ich, wie gesagt, die hier nehme ich. Ups, ihr seht es gar nicht. Die nehme ich. Ja, da ist so ein Wasser drin. So eine Sprühdose, dieses Leichtcamp-Spray. Und da hinten ist halt auch noch so zur Deko. Nehme ich auch nicht. Ich denke, ihr kennt das alle. Hier an der Seite habe ich so Magnete hingemacht und da kann ich die dann festigen. Fand ich ganz witzig. Genau, in der ersten Schublade sind eigentlich auch wieder meine Schnuller. Auch diese Aufbewahrungsbox. An Schnullis. Ja. Und da sind Magnete, soweit ich weiß, drin. Und schon, ja, da sind die Magneten drin. Hier könnt ihr sehen, es ist recht dunkel. Ah, jetzt ist es besser. Hier ist der Bauchnabel drin. In der Emma. Hier drüben sind die Feuchttücher. Das sind die Feuchttücher. Und das sind trockene Feuchttücher. Hier sind Windeln. Und hier unten sind einmal Hoodies für die Jungs.
Wobei hier sind auch Höschen. Da hinten sind eigentlich nur die Bodies vom Tyler gewesen. Mittlerweile ist alles drunter bunt gemischt. Immerhin habe ich nur so sortiert, dass oben Jungs und unten Mädels Bodies sind. Hier sind zusätzlich noch so Senior-Badehosen, so Zeug. Und noch so, wieso Kissen nehme ich die immer so unterlegt? So Unterlagen, so Spuckunterlagen. Ja, und sonst ist ein recht großes Chaos ausgebrochen. So wie unten auch. Ich habe zu viele Bodies. Ich muss mir da mal was überlegen, wie man das vernünftig lösen könnte. Ja, normalerweise sind hier Kurzarm Pia, hinten Langarm Pia, Kurzarm Emma und Kurzarm Langarm Emma. Halt Mädels, genau. So habe ich das etwas versucht zu sortieren. Und das oben. Genau, und das hier ist eben meine Wickelstelle. So sieht das etwas im Überblick aus. Und ja. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal.